taken the things not worth having, but don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it. Der Panther! Unglaublich, oder? Der Panther! Wow. Aufregender als Hello Kitty, Garfield und der gestiefelte Kater zusammen. Der Unfassbar. Panther. Also auf jeden Fall super. Bisher die krasseste Performance vom Panther. Also du hast auf jeden Fall noch nie so gut gesungen. Das war der Überhammer. Ich bin komplett... Panther gesagt? Panther. Ich komm, das ist Panda. Das zweite Mal, oder? Ja, Süddeutschland. Ja, das ist schwer Panda für mich. Ist in der nächsten Stadt. Und, so eine Performance erstmal irgendwie a cappella anzufangen, irgendwie in einer Live-Show Wahnsinn, von einem Millionenpublikum, da braucht man echt ordentliche Panther-Eier, muss man richtig ausdrücken. Und die hast du auf jeden Fall. Und das war schon eine Profinummer. Also, Stefanie Herdl klingt doch nicht so. Also, das hatten wir letzte Woche, aber jetzt bin ich wieder komplett weg davon. Und jetzt mit den Indizien, mit der, denke ich wieder, irgendwie an, kommt sie von einer Castingshow? Ist sie eine Castingshow-Gewinnerin? Nee, das ist nichts, was vorher irgendwas mit Performance zu tun hat. Ich meine, wenn man, sie hat ja... Das war makellos. Nein, nein, ich meine jetzt, wenn es darum geht, also guck mal, jetzt mal ganz ehrlich. Es wurde vorher in den Shows, in den Indizien gesagt, dass sie vorher gefangen war. Mhm. Dass sie etwas gefangen war und jetzt daraus rausbricht und jetzt sich vorhin an der sexy Seite zeigen kann. Für mich zeugt das sehr Richtung Sportlerin. Ja. Weil... Ich habe sie beobachtet und tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen gemein bin. Und das Outfit ist sexy, aber der Hüftschwung hat mich ein bisschen erinnert an, als ich einmal im Stripclub war und da war eine sehr demotivierte Stripperin. Und die hatte so gar keinen Bock auf ihren Job. So, guck mal, die stand da so an der Stripschlange so. Aber und da war aber mehr Hüfte drin.
Ey, aber Faisal, deswegen glaube ich, dass sie vorher einen Sport betrieben hat, der sehr monoton ist. Du warst letzte Woche nicht hier, da hatte sie. Nein, und nächste Woche kommt er auch nicht, wenn er so weitermacht. Also. Die hat krasse Moves drauf. Also ja. Letzte Woche, was die da abgezogen hat, ja, ich stelle die Sportlichkeit in Frage. Ich sag nur, dass da nicht so, ich habe den Flow nicht so gespürt. Deswegen glaube ich, das Problem ist, ich kenne halt kaum irgendwelche Leichtathletin oder irgendeine Sportlerin oder auch Sportler, die einen monotonen Sport ausüben. Deswegen sage ich einfach Sportlerin. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie eine Tanzausbildung hat. Also letztes Mal wirklich, das Knie war hier oben irgendwo. Das kriegst du ohne Tanzausbildung nicht hin. Ne? Wir hatten ja dieses Marionette in einem Rudel, das klingt für mich nach Girlband. Gerade eben stand sie vor diesem Pult mit diesen drei Leuten. Das sah so ein bisschen nach Casting-Jury aus. Und sie fuhr jetzt relativ oft Motorrad. Und wisst ihr, wer Motorrad fährt? Vanessa Petrou. Ich gehe auf Vanessa Petrou. Aber das wäre dann der zweite No Angel. Ja, warum nicht? Okay. Gut. Wir haben ja noch den Stempel gesehen, spricht natürlich auch wieder für den Volksmusikstempel. Aber diese Performance, ich bin immer noch total platt. Das war einfach makellos. Es war so perfekt. Es war so wunderschön. Absolut. Es war ein Traum. Und dieser Anfang. Bei mir ist halt der Wunsch so groß, dass es Stefanie Hertel wäre, weil das wäre einfach der Knaller. Sie in diesem rattenscharfen Glitzerkostüm und man kennt sie ja nur im Dirndl. Ich bin einfach so wahnsinnig verliebt in die Vorstellung, dass es Stefanie Hertel ist. Aber dafür singt sie ja auch zu soulig. Da waren so ein paar Schlenker dabei, da dachte ich echt, wow, das ist... Ja, aber das haben wir doch vorher einfach noch nie gehört. Vielleicht bringt euch ja die Frage weiter, beziehungsweise die Antwort. Habt ihr eine Frage an den Panther? Sag mal, also du wirkst irgendwie sehr gelöst, als würdest du dich da sehr wohlfühlen. Wie geht's dir denn überhaupt gerade so, lieber Panther? Ganz lieb, dass du mal fragst, Max. Ja, warte mal, warum nicht? Die Wildnis ist aufregend und gefährlich, aber das hier übertrifft alles. Oh. Definitiv irgendein bayerischer Einschlag. Das ist schon für den Panther hier was ganz, ganz Besonderes.